Und willkommen zurück. Jetzt geht's wieder direkt weiter mit Let's Play Mass Effect 3. Ich wollte noch mal kurz auf der Karte gucken, ob es hier noch irgendwas zu tun gibt. Botschaftsbüros, Terminal. Terminal? Achso, da waren wir ja gerade. In der letzten Folge zumindest. Hier im Normandy, in der Normandy-Bucht gibt es nichts weiter. Im Krankenhaus ebenfalls nicht. Das haben wir auch durch. In der Bar war jetzt, ist jetzt auch nichts weiter. Jonah Cedarus. Haben wir mit der schon gesprochen? Nein, wir müssen zum Präsidiumsunterhaus. Dort gibt es tatsächlich zwei neue Personen für uns. Deswegen schauen wir da mal rein. Brian. So. Und dann informieren wir uns hier weiter über die Lage. Wir müssen auch mit General Oraka mal reden, weil ich möchte den ehrlich gesagt nicht töten. Wir haben uns ja dazu entschieden, hier einen auf gut zu machen. Ich hatte Pläne, nach Irune zurückzukehren. Ja. Aber die Geschäfte führen mich immer wieder hierher. Warum ist das Lager so leer? Weil wir alles aufgekauft haben. Alles klar. Gut, dann haben wir hier die Seite, die haben wir ja dann fertig. General Oraka, mal gucken, ob wir ihn finden können. Vielleicht können wir noch was machen. Vielleicht können wir was für ihn tun. Vielleicht auch nicht. Dann ist das halt so. Ach, da sitzt er ja. Dann gucken wir hier nochmal, weil da war noch irgendjemand anders, mit dem wir quatschen konnten. Wie sieht's denn hier aus? Ah. Können wir uns ordentlich einen hinter die Binde kippen? Ich kenne sie. Shepard, richtig? Sie sollen die Reaper bekämpfen. Matriarchin Ethita. Sie waren auf Ilium. Wie kommen Sie hierher? Die Reaper machen so viel Krach, dass ich mehr Sicherheit für angeraten hielt. Das ist der Grund. Vermutlich nicht. Es hat etwas mit Liara zu tun, richtig? Ja, könnte man sagen. Hat Liara je von ihrer Familie erzählt? Hat sie? Ihre Mutter war Matriarchin Benesia. Die Irre, die Saren geholfen hat. Liara ist nicht ihre Mutter. Na, hoffentlich. Jedenfalls hat sie ihren Vater nie getroffen. Und das war ich. Was, ihr Vater? Sie waren also ihre andere Mutter, oder? Nein, ich habe sie nicht geboren. Wir sind uns nie begegnet. Tut mir leid. Bei den Menschen wären sie beide Mütter, egal wer sie geboren hat. Ich bin aber kein Mensch. Anthropozentrischer Penner. Na, ist aber nicht nett. Liara würde sie gerne treffen. Warum? Sie weiß nichts über mich. Benesia ist abgehauen, bevor die Kleine zur Welt kam. Außerdem ist sie nicht bei der Wohlfahrt, sondern eine der größten Infomaklerinnen der Galaxie. Mit fragwürdigen Verbindungen. Wie ein Freund. Der mal für Sir. Ich wollte bei Cerberus nur die Reaper bekämpfen. Und jetzt sind sie nicht mehr bei ihnen. Sonst kämen sie höchstens bis auf ein Lichtjahr ran an Liara. Ist das eine Drohung? Ich bin keine Soldatin, aber in 1000 Jahren lernt man viele Tricks. Niemand bedroht mein Mädchen. Wenn man ihre Arbeit mit Benesia kombiniert, die Matriarchen hätten sie töten lassen. Wenn ich nicht zugesagt hätte, sie zu beobachten. Sie möchte sie bestimmt treffen. Ja. Warten wir es mal ab. War ja eine sehr mysteriöse Unterhaltung. Ich würde sagen, wir setzen uns da mit Liara nochmal auseinander. Drüber. Sag doch mal was dazu. Die Bardame da drüben? Die Matriarchin, die mich für die Asari-Regierung beschattet? Sie ist ihr Vater. Ich weiß. Sie wissen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin. Sie wollen nicht mit ihr über die Beschattung reden? Dann würden Sie mir wahrscheinlich jemanden schicken, der mir nicht so wohlgesonnen ist. Außerdem, jetzt ist nicht die Zeit für Familientreffen.
Liara. Na gut. That was easy. So, während die beiden reden, suchen wir jetzt mal hier General Oraka. Oraka. Hier ist er. Ich bin nicht meine Mutter. Ich auch nicht. Commander Shepard. Sind Sie General Oraka? Wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Ja, das machen wir noch klar für ihn. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Okay. Da müssen wir uns dann auf jeden Fall noch ein bisschen informieren. Ach so, Wohngebiet, okay. Alles klar. Gut, die beiden lassen wir mal quatschen, können sich ein bisschen aussöhnen, da informieren wir uns später nochmal drüber. Bei diesem Schwarzmarktwaffengedöns, Händler, Fuzzi, Typen, Spacko. Dann wollen wir mal gucken, ob der uns auf der Karte angezeigt wird. Karnik. Ist bei der 6. War der das vielleicht sogar? Haben wir mit dem gesprochen? Nee, ne? Also rennen wir noch mal hin, gucken. Stimmt, wir sind ja hier oben noch gar nicht lang gegangen. So weiter. War denn hier irgendwo was? Ne, hier sind wir falsch, hier ist nichts. Also hier ist wahrscheinlich doch irgendwo was, aber das ist jetzt gerade nicht unser Primärziel. Ich glaube nicht, dass sie zu verurteilt ist. Und warum rennst du gegen die Wand? Zu doof? C-Sicherheit-Assistent, wieso wird denn der da so angezeigt? Ach so, hier wegen Atze Peng. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke, wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Sehr gut. Dann holen wir uns mal ein paar Informations. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiter bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Aha. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln. Weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Alles klar. Gut, das Gespräch lief dann nicht so ganz, wie ich mir das jetzt so vorgestellt habe. Muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, die hätte wenigstens so eine zarte Ader. So, die Frage ist jetzt, wo ist dieser Schwarzmarkt-Typ? Hier ist er. Aber ich glaube, die Läden haben wir an sich schon alle leer gekauft. Karnik, mein Freund. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben,
sind Credits wertlos. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Okay. Wir können jetzt nicht weiter mit ihm reden. Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will, müssen Sie mir dafür Artefakte bringen. Okay, naja gut, dann machen wir uns halt auf die Suche nach diesen Artefakten. Da wird sich bestimmt noch irgendwas finden. Willkommen in der Citadel. Willkommen bei Nos Astra Sport. Danke. Aber hier ist anscheinend nichts mehr. So, mit denen haben wir ja schon gesprochen. Da gibt es, glaube ich, auch nichts Neues. Dich kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer du bist. Den Vernul haben wir auch durch. Und dann gucken wir hier bei den beiden nochmal. Aber die sind auch schwer beschäftigt. Deswegen machen wir uns hier vom Acker. Ich denke mal, wir haben jetzt alle Etagen durch. Das heißt, wir können jetzt mal wieder so das eine oder andere Missionchen starten. Vorher gucke ich natürlich nochmal die Karte der Citadel durch. Vielleicht ergibt sich dort nochmal was Neues. Gut, haben wir durch. Sane und Garrus. Wer war denn Sane? Sane? Docks Wartebereich? Sane? Da müssen wir nochmal hin. Docks Wartebereich. Ich überlege gerade. Sane? Ach, das Gedächtnis. Besonders im Alter wird es immer schlimmer. Nein, Quatsch. Aber da wird sich schon was finden irgendwie. Wir müssen jetzt mal gucken, wo ist Sane? Noch eine Sane-Karte. Karte Sane findet sich auch beim Frachtraum 5. Das heißt einmal ganz nach hinten durch. Los, Shepard, nun schwing die Hufe und lauf mal ein bisschen schneller hier. Mit deinen 3 km/h kommen wir hier nie irgendwo an. So, hier ist Sane. Sane, erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria an. Guter Mann. Problem gelöst. Das war auch einfach. So, haben wir jetzt hier dann auch alles... Hallo, Karte. Jetzt haben wir die Karte. Dann haben wir das durch. Die haben wir alle durch. Hier haben wir alle durch. Wir könnten eigentlich nochmal zu Ashley laufen. Das war's. Alles klar. Haben wir. Ich weiß, wo ging's denn hier? Ach hier. Ging's dann zurück. Was ist mit den zugesagten Leben? Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt nochmal mit Aria reden müssen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alle von ihren Leuten auf unserer Seite. Deswegen schauen wir doch nochmal bei Aria vorbei. Ah, hier. Okay, cool. Das können Sie laut sagen. Dann gehen wir in die Bar nochmal und besuchen Aria. Vielleicht hat sie ja uns jetzt etwas Neues zu erzählen, da wir nun die Connections auf unserer Seite haben. Ein paar Credits haben wir ja jetzt auch nochmal abgegriffen. Wobei die jetzt nicht so wichtig sind, weil wir können jetzt sowieso noch nichts kaufen. Ja, man munkelt halt noch. Aria, da ist sie. So. Wer kommt denn da? Was schwebt Ihnen vor, Shepard? Ich weiß, wo Sie sind. Wir halten Kontakt. Wir sehen uns schon bald wieder, Shepard. Okay. Wir hätten jetzt noch ein paar Hintergrundinformationen bekommen können von Aria, aber das muss ich ehrlich sagen. Nee, aus Trotz nicht. Ach so, Sekunde. Konnten wir nicht mit diesen Barfuzzis noch quatschen?
Wo saßen die denn? War das hier? Also die waren ja irgendwo da, wo James auch ist. Und James ist hier und dann sind die hier. So alle und dancen übelst ab und betrinken sich und aber man kann hier nichts wirklich machen. Schade, schade. Das finde ich uncool. So, es gibt mir Informationen. Wir müssen doch noch diesen verschwundenen Sohn finden. Von dem einen Typen. Lass mich doch mal durch hier. Ich bin Shepard. Bin berühmt. Respektiert mich. Tanzen wollen wir jetzt nicht. Hier ist die Bar. Können wir nochmal einen trinken. Bade. Okay, beim letzten Mal wurden wir jetzt dann in ein Gespräch verwickelt. Das ist auch mal eine gute Arbeitseinstellung. So wünsche ich mir das. So muss das sein. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt wieder nach draußen in die Freiheit. Geht es hier auch nach draußen oder geht es hier woanders hin? Ja, doch, hier geht es wieder nach draußen. Ich weiß ja, glaube ich, noch beim ersten Teil Mass Effect war das so, dass der Club oder die Bar mehrere Ausgänge hatte. Willkommen, Commander. Und, ja. Da konnte man sich dann schon ein bisschen verlaufen. Danke. So, wir rennen hier mal durch. Und da geht's dann zum Schiff. Und da geht's dann auch erst in der nächsten Folge weiter, weil wir ja dann auf jeden Fall eine neue Mission starten, neue Action, neuen Spaß. Also würde ich sagen, macht's gut, bis denne und tschaußen.